Fasziniert von Berlin und der Idee des Big City Club. Herthas Millioneninvestor Lars Winterhorst. Das ist eine Chance, die sich jetzt historisch ergibt. Da habe ich relativ schnell etwas Blut geleckt und habe gedacht, Mensch, das ist spannend. German Wunderkind in den 90ern, Börsenstar in New York und Hongkong. Winterhorst macht schon mit 18 seine erste Million. Seine Investments sind nichts für Nervenschwache. Ich weiß nur, dass ich schon mit 11, 12 Jahren mich angefangen habe, sehr stark für Wirtschaft zu interessieren. Ich habe dann morgens meine Schulpflicht absolviert und dann direkt nach Schulschluss bin ich dann eben in der Garage bei uns zu Hause verschwunden und habe mich um das Unternehmen gekümmert. Am Anfang halt das Wunderkind, gruppiert von der gesamten deutschen Unternehmerelite, von Helmut Kohl, mit auf Asienreise genommen, als er noch kaum volljährig war. Und dann halt diese gewaltigen Abstürze. Dann paart sich wahrscheinlich Neid mit Verachtung demjenigen über, der auch Millionen halt verbrannt hat, das Geld anderer Leute. Und in Deutschland hat sich das eigentlich auch nicht so wirklich gelegt. Kein Big Player der Bundesliga dagegen, Hertha BSC. Überregional kaum wahrgenommen. Fast 100 Millionen Euro Schulden drücken 2019 den Club, der seit 1931 nie mehr einen Titel holte. Hertha hat ja immer schon das Image so der grauen Maus, Mittelfeldplatz. Auch die Geschäftsleitung, muss man ganz ehrlich sagen, hat nicht dazu beigetragen, dass der Club für großes Charisma und große Ziele, große Aufbruchsstimmung stand. Also dieses Führungstrio Gegenbauer, Schiller, Preetz. Darf seit vielen, vielen Jahren wirken, nur der Fortschritt ist sehr, sehr überschaubar. Und ich glaube, es gibt niemanden mehr in Berlin, der daran glaubt, dass Michael Preetz Hertha BSC in neue Höhen führt. Berlins Ostkurve, Stimmungsmotor des Olympiastadions, positioniert sich klar gegen Anteilsverkäufer an den Investor mit dem schillernden Ruf. Es gibt Leute, die ihm nicht die Hand schütteln, die ihn nicht mit dem Besen anfassen würden, sozusagen. Andere Leute, die sehr, sehr viel Geld gemacht haben. Da kommt der Lars Winterhorst und benutzt Hertha BSC als Spekulationsgeschäft. Und das ist aus der Sicht eines Fans kein gutes Gefühl. Ich bin total überzeugt davon, dass wir auch von der Zusammenarbeit mit Tenor profitieren werden. Und zwar nicht nur monetär. Uns geht es darum, dass wir partnerschaftlich miteinander arbeiten. Eine Viertelmilliarde zum Einstand. Dafür bekommt Lars Winterhorst de facto auch operativen Einfluss. Berlin wartet auf etwas Großes. Berlin hat das Potenzial. Berlin, da sagen viele immer, ist ein schlafender Riese. Aber irgendwie kommt es noch nicht in die richtige Bewegung. Ich glaube, Lars Winterhorst hat da einen riesen Schubser jetzt gegeben. Klinsmann verkörpert genau Winterhorsts Traum vom Big City Club, der sehr plötzlich auf die Realität bei Hertha trifft. Beispielhaft dafür ist, dass Jürgen Klinsmann und Lars Winterhorst sich ja nach Schilderung von Klinsmann in der Bank am Kudamm zum ersten Mal getroffen haben, 10 Minuten miteinander gesprochen haben und Klinsmann war auf dem Weg eigentlich zum Flughafen. Cheftrainer Klinsmann läuft auf im Verein, weil er verändern will. Schnell und viel verändern. Nach 76 Tagen ist alles vorbei. Allein, dass ich ein erwachsener Mann über Facebook versucht, da irgendwelche Statements von sich zu geben. Also das ist so fremd und so fern von allem, was wir mit dem Verein verbinden. Das war ja eine vollkommen neue Qualität von Peinlichkeit. Also da wurde definitiv nachhaltig das Ansehen von Hertha BSC beschädigt. Den jungen Klinsmann zu nehmen und sich da in ein Abenteuer reinzustürzen, wäre schön gewesen, wenn es aufgegangen wäre. Ist leider nicht aufgegangen, aber genauso dann die Transferoffensive im Winter. Das war der größte Investitionsoffensivplan, der umgesetzt wurde von allen Clubs in der Welt. Ungläubig verfolgen viele Herthaner das Schauspiel eines öffentlich ausgetragenen Diskurses zwischen Vereinsführung und neuer Kapitalseite. Im Kern geht es um die Ungeduld eines fußballfremden Investors, der 374 Millionen Euro in einen fremden Verein bringt. Gleich zum Beginn seines Investments kam er ja mit dieser Formulierung Big City Club um die Ecke. Genauso hat Lars Winterhorst von den Low-Hanging Fruits gesprochen und eben
ja, suggeriert, dass es eigentlich ein Selbstläufer wäre, jetzt in die Champions League einzumarschieren. Und so ist es natürlich nicht. Es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen. Den Grund gibt es einfach nicht. Von allen Geschäftspartnern, die der Windhorst hatte, ist wahrscheinlich Hertha BSC in der bequemsten Situation. Die nehmen das Geld, sagen Danke und machen dann damit, was sie wollen. Und es ist sehr seltsam, dass das Windhorst so wenig Kontrolle hat. Und das ist gibt es kein vergleichbares Geschäft, wo er nicht irgendwo drehen kann. Er dreht dennoch. Indirekt über Jens Lehmann, der Lars Windhorst berät, Europa fordert und dafür vom Hertha-Präsidenten zurechtgewiesen wird, öffentlich. Hertha BSC ist ja in dem operativen Geschäft weiterhin autark. Das, was Lars Windhorst bleibt, ist Druck zu machen über die Öffentlichkeit oder über seine Fahrensmänner, siehe Jens Lehmann, dann von Europapokalteilnahme zu sprechen. Statt an der Tabellenspitze findet sich der Verein mit dem viel neuen Geld und der fehlenden Eintracht in der unteren Tabellenhälfte wieder, als Lars Windhorst beginnt, weitere millionenschwere Anteilsverkäufe zurückzustellen. Lars Windhorst hat gesagt, wir sind hier nicht angetreten, damit alles so bleibt, wie es ist. Wir wollen eine klare Weiterentwicklung sehen. Das erste Jahr mit den Windhorst-Millionen ist in einem Desaster geendet. Das war ein absolutes Fiasko, das Michael Preetz zu verantworten hat. Wenn das jetzt im zweiten Jahr so weitergeht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Michael Preetz in der nächsten Saison noch die sportlichen Geschicke von Hertha BSC lenken wird. Michael Preetz, kenne ihn noch als Torschützenkönig, als er noch aktiver Spieler war. Und wenn dann so einer immer noch beim Verein ist und dann dieses Amt dann halt ausübt, mehr schlecht als recht, zugegebenermaßen, ist es ja auch ein Stück weit was Positives. Herthas Vorständen Michael Preetz und Ingo Schiller steht seit Dezember erstmals ein CEO vor. Carsten Schmidt, nur ein Zufall? Das ist ja ein ganz klares Signal, wie der Druck aufgebaut wird. Klar ist natürlich, dass Carsten Schmidt jemand ist, der eben genau diesen Bereich bearbeiten soll, auf den bei Hertha BSC scheinbar der größte Fokus gelegt wird. Und das ist Internationalisierung und Marketing. Ich glaube, dass Hertha definitiv unterschätzt, wie viel Potenzial in dieser Stadt und in den Bezirken vorhanden ist. Hertha wählt den anderen Weg. Mit dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte und finanzieller Abhängigkeit gegenüber einem Mann. Wenn man nach einer Zeit das Ziel erreicht hat, dann gibt es gar keinen Grund mehr, so ein Unternehmen oder wie man es auch immer bezeichnen soll, den Verein, die Hertha GmbH Co. KGA, zu verkaufen. Das Problem ist in meinen Augen das, dass diese Emotionalität verloren geht. Weil aus meiner Perspektive lebt der Fußball davon und das stirbt ein Stück weit mit dem großen Geld, was jetzt in den Verein reingetragen worden ist. Zwischen Herzenssache und Renditeobjekt. Hertha hat viel mehr zusammenzubringen als nur Zahlungspläne und Bilanzen.